das gut in unser Wohnkonzept. Wir haben ein Konzept. Naja. Hallöchen Mädels! Ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es meinen zweiten Teil vom Aufgebraucht, ne? Haushalt. Steht da. Ja. Der ganze Krempel befindet sich in dieser Tüte und ihr seht auch, diese Tüte ist brechend voll, deswegen steigen wir direkt ein. Und zwar haben wir hier einmal Staubsaugerbeutel von Swirl. Für meinen Staubsauger, ne? Ich habe doch einen altmodischen Staubsauger mit Beutel, ja. Funktioniert bei mir auch ganz gut, deswegen sehe ich nicht ein, dass ich den irgendwie wegschmeißen soll. Wenn er irgendwann mal kaputt ist, dann möchte ich mir gerne den von Dyson holen, den zum Aufladen mit Akku, weil ja, wir haben halt alles Laminatböden, keine Tiere, keinen großen Dreck, da ist das wunderbar. Aber ja, solange wie der noch funktioniert, mein Alter, warum nicht? Ne? Und ja, das sind hier von Zwölf. Ich hole normalerweise immer die billigen oder günstigen aus dem Real, aber ja, die waren irgendwann mal im Angebot. Fand ich auch gut, aber ich sehe jetzt nicht so einen großartigen Unterschied zwischen teuren Staubsaugerbeuteln und günstigeren. Dann habe ich hier noch ein großes Paket Sekol. Das ist, glaube ich, Aldi. Mich nicht alles täuscht. Kalkstopp-Tabs. Ja, sowas wie Kalkon. Ne? Gebe ich ab und zu mal mit in die Waschmaschine, um das Ganze ja, so ein bisschen geschmeidiger zu halten. Wir haben hier leider sehr kalkhaltiges Wasser, deswegen ja, muss das sein. Finde ich ganz gut. Die von der mit, die sind aber genauso gut. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal gehabt. Kann man nicht schmecken. Ja, dann habe ich was, das kaufe ich auch immer wieder nach. Und zwar meine Swiffer Duster Staubmagneten. Die Nachfüllpackung, da sind immer 9 Stück drin. Und ja, die duften so herrlich nach Febreze. Das riecht sogar hier durch den Karton. Und ich finde die gut. Also wenn ihr Ikea-Möbel habt oder Möbel, die allgemein nicht viel Feuchtigkeit vertragen, dann ist das das Beste, was ihr benutzen könnt. Vor allen Dingen, wenn ihr, ja, so wie wir an der Hauptstraße wohnen oder nahe einer Hauptstraße und sehr viel Staub habt. Also ich sehe das immer an meinen weißen Ikea-Schränken. Es ist Wahnsinn, wie viel Staub ich da jeden Tag drauf habe, obwohl ich das regelmäßig sauber mache damit. Aber naja, es ist wie es ist. Ne? Und die sind gut. Kann ich empfehlen. Dann habe ich hier einmal feuchte Reinigungstücher, Altwecktücher, so, mit Kumquat und Pomelo. Und die mochte ich sehr, sehr gerne. Das ist auch leider eine limitierte Duftedition. Ich denke mal, die gibt es nicht mehr, weil es ist schon ein bisschen her, dass ich die gekauft habe. Ja, haben genau das gleiche getan wie alle DM-Altzwecktücher, ne, von Denk mit. Aber der Duft war schon was Besonderes, war lecker, angenehm. Und von daher, ja, wenn ich die nochmal sehen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich die nochmal mitnehme. Die Denk mit Altzwecktücher allgemein kaufe ich immer wieder nach, ne? Was ich auch immer wieder nachkaufe, sind hier diese Tempo-Taschentücher, Boxen von Soft und Sicher. Ja, das Design mag ich aktuell oder mögen wir ganz gerne. Ja, dann habe ich hier so eine große Buddel Waschmittel. Und das ist das, wovon ich euch letztens in dem Haul erzählt habe, dass das so geil riecht. Also, dass die Wäsche danach so geil riecht. Also, hier in der Flasche riecht das eigentlich so gar nicht, ja, frisch. Es ist so in Ordnung, ne? Aber der Duft, den das an die Wäsche abgibt, der ist Wahnsinn. Also, ohne Weichspüler, habt ihr hier einen richtig, richtig geilen Duft. Ich habe erst mal gedacht, das liegt an meinem Wäscheparfum, an diesen Caps, die ich habe. Zum ersten Mal gemerkt habe ich das bei der Bettwäsche, als ich die gewaschen habe. Und ich habe mich abends da reingelegt und so, wie in der Werbung, ne? Kennt ihr diese Lenore-Werbung, wo die Frau im Bett liegt und der Prinz da kommt und sie wirft sich da zurück ins Bett? Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Auch ohne Lenore. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, das riecht aber so geil. Und dann bin ich der Sache auf den Grund gegangen, weil mich interessiert sowas immer. Und dann habe ich gemerkt, dass das hier an dem Waschmittel liegt. Und dann, so, ja, und dann hatten sie das aber, es ist leider eine Limited Edition gewesen, wie vieles Gutes beim Aldi, muss man leider sagen. Und dann habe ich mir aber noch 2 gekauft, die waren noch, habe ich noch ergattern können. Und ja, ich habe jetzt die letzte, glaube ich, in Benutzung. Und die habe ich aufgebraucht. Gott sei Dank ist das so eine große Pulle, da sind 48 Wäschen drin. Kommt man schon lange mit hin, aber ja, schade, dass es das nicht immer gibt. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Etwas, was ich auch immer wieder kaufe, seitdem ich es empfohlen bekommen habe von Sabrina, ist das, wie spricht man es aus? Wie hat sie letztens gesagt? Ecova, glaube ich. Ich habe immer Ecova gesagt, aber Ecova, da wird es doch nicht ausgesprochen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es Handspülmittel mit Zitrone und Aloe Vera. Ja, wer mich kennt, ne, der weiß, Aloe Vera ist bei mir ganz oben auf der Liste der Lieblingsdüfte. Hat auch gut sauber gemacht und dafür, dass es ein eher umweltverträgliches
Spülmittel ist, sage ich mal. Hat es sehr gut meine Sachen gereinigt, die ich damit so gereinigt habe. Sprich, meine Spüle oder meine Töpfe oder so, ne, die man halt nicht in die Spülmaschine packt. Und ja, von daher habe ich wieder nachgekauft, habe den in meinem Haushaltsrat auch gesehen. Ich habe aktuell noch ein anderes von Priel, weil ich das noch aufbrauchen möchte. Aber danach werde ich das wieder in Verwendung nehmen. Das schmeiße ich schon daneben. Ja, ein Produkt, was ja, Sift ohne Ende und absolut schrecklich war, war das hier. Ich habe das jetzt mittlerweile, ich habe es nicht aufgebraucht. Ich habe es umgefüllt in meinen Meister-Propper Bartreiniger, weil der leer war. Und ich dachte mir so, komm, gut. Du musst das irgendwann auch mal aufbrauchen. Und ja, erstmal war der Pumpspender hier kaputt. Ihr seht, der Sift auch ordentlich. Ne? Deswegen, ich will das jetzt gar nicht so lange in der Hand halten. Das ist der Sekol Kalkreiniger. Das war auch mal so eine Limited Edition aus dem Aldi. Für Fliesen, Spiegel und Duschkabinen. Und ich kann sagen, das Zeug, da werdet ihr zum Asthmatiker. Also wenn ihr ein Bad ohne Fenster habt, was klein ist, also sprich wie ich, ihr kriegt keine Luft. Also wenn ihr daran riecht, das ist halt mit so einem Sprühkopf, ne, das schäumt dann halt auch schön und verteilt den Duft und das Aerosol im Raum. Und ich habe so gedacht, ich ersticke. Ne? Deswegen, ja, ich habe es jetzt mit meinem Meister Propper gemischt. Ich hatte noch einen ganz kleinen Rest da drin und dann so, ja gut. Ne? Wie gesagt, ich bin ja immer darauf bedacht, auch Sachen aufzubrauchen. So ist es ja nicht. Und ja, aber kann ich nicht empfehlen. Weiß Gott nicht. Also, bah, voll deibel. Nee. Dann bleibe ich über meinem Meister-Propper. So, was ich noch hier habe, ist Denk mit. Ja, nochmal hier Reinigungstücher, ne? Ich habe euch gesagt, ich benutze die hauptsächlich für meine Toilette, weil da finde ich es einfach hygienischer als mit einem normalen Lappen. Ansonsten bin ich halt weitestgehend wieder auf Lappen umgestiegen, weil die sind halt einfach umweltschädlich. Man weiß das ja, ne? Aber so ganz komme ich von denen nicht weg und will ich auch, ehrlich gesagt. Genau. Und das sind die mit Granatapfel. Ja, die gibt es leider wieder nicht mehr, ne? Weil, boah, war eine Winteredition. Aber die blauen finde ich jetzt auch nicht mehr. Oder die grünen, die gehen auch. Die Tücher, wie gesagt, allgemein finde ich sehr gut. Dann habe ich hier mal was ausprobiert. Und zwar einen WC Fix Starke Steine Citrus. Ja, die gibt es bei Aldi Süd im Standardsortiment. Sind den von WC frisch, ja, nachempfunden. Und ich fand die nicht schlecht. Also wenn ihr auf Citrus steht, dann greift zu. Ich stehe ja nicht so auf Citrus und wir haben leider keinen aquatischen Duft da. Sonst würde ich generell auf die umsteigen, weil die sind halt günstiger wie die WC-Frischteile. Ne? Aber ja, ich hänge an meinen blauen Spülern von WC-Frisch. Dann habe ich hier ein Produkt, ja, das habe ich neu für mich entdeckt, letztes Jahr, Ende letztes Jahr, und zwar von Denk mit, den Hygienespüler. Und ja, ich benutze nicht immer. Aber so für Sachen wie zum Beispiel Sportwäsche oder halt was besonders hygienisch sein soll, für Unterwäsche auch, kann man den gut benutzen. Und da finde ich, da ist die Wäsche dann nochmal so ein bisschen frischer, fürs Gefühl einfach besser. Und ja, deswegen bin eigentlich nicht so die Sagrotan-Susi, ne? Aber ja, in dem Fall mache ich mal eine Ausnahme. Dann habe ich hier noch eine Empfehlung von Jasmin, und zwar den Meister Propper Allzweckreiniger. Ja, mit Febreze-Duft ist der, und mit Febreze, ich liebe die Febreze-Düfte, die sind so geil. Und ja, den mag ich auch sehr, sehr gerne, riecht sehr frisch. Der hat ja mal einen Aloe-Reiniger, und das heißt schon was, ne? Wenn jemand Aloe-Reiniger ablöst, dann kann der schon was. Bei mir, abgelöst von was war denn da? Ich habe ihn schon vergessen. General, glaube ich. Ja, und seitdem benutze ich immer nur den. Ich habe aktuell noch einen von Sagrotan, weil ich in einem Anfall habe ich halt mal Sagrotan gekauft. Wir waren halt krank und ja, dann habe ich halt immer den Spleen, gerade so bei so unschönen Geschichten, Magen-Darm und so, ne, da bin ich halt sehr empfindlich, was das angeht, und dann werde ich so zum Putzteufel. Und ja, dann habe ich Sagrotan gekauft und habe ich halt eine riesengroße Pulle, deswegen habe ich den aktuell nicht mehr in Verwendung, aber ja, Sagrotan ist bald leer und dann kommt Meister Propper nach. Ja, nochmal Meister Propper, das ist die eine Flasche. Wie gesagt, die andere Flasche habe ich jetzt mit dem schrecklichen Zeug befüllt. Meister Propper Bartreiniger. Ja, super Teil, ich liebe das, ich bleibe dabei. Muss man nicht mehr viel zu sagen. Macht alles sauber, macht was es soll, riecht gut. Tolles Produkt, kann man nicht anders sagen. Ja, ebenso ein tolles Produkt ist meine WC-Ente, was ihr daran seht, dass ich schon gleich zwei aufgebraucht habe. Und zwar das Total Aktiv Gel mit Marine. Das ist so dieser aquatische Duft, ne, den ich für die Toilette liebe. Ich mag Zitrone in der Toilette nicht. Ich weiß auch nicht warum. Und ja, mag ich sehr gerne. Gibt es leider nur bei Rossmann in dieser Geruchsrichtung, sage ich mal. Und deswegen bin ich jetzt mal auf den 00 umgestiegen. Den werde ich euch in meinem
Heuzeigen, der demnächst kommt, oder vielleicht habt ihr den schon gesehen, mal gucken. Ja, finde ich gut. Ich mag die WC-Ente sehr, sehr gerne. Das Einzige halt, hier sieht das, ne, die Hälse. Aber die sorgen halt auch dafür, dass sie gut überall drunter kommt. Ne? So. Ja. Aber 00 habe ich noch nicht getestet. Werde ich mal ausprobieren und wenn, dann bleibe ich dabei, weil 00 bekommt ihr halt ganz normal bei DM und die muss ich halt immer bei Rossmann kaufen, weil die hat unser DM nicht. Nur leider in Zitrone. Und wie gesagt, Zitrone mag ich nicht. Klo. Ja, wir bleiben mal beim Klo. Klopapier. So. Ja. Ich habe es euch schon mal in irgendeinem Haul gesagt, ne? Normalerweise kaufen wir das von Aldi, das vierlagige, aber. Ja, wenn Vanessa irgendwelche Bildchen auf Toilettenpapier entdeckt, dann rastet sie aus regelmäßig. Und dann kauft sie sich das. Ja, ich habe davon auch, glaube ich, noch eine Packung. Oder das war jetzt die letzte, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das mit Rentieren, ne, wie ihr seht. Und mit so Sternschnuppen und sowas, ja. Für den Hintern halt, ne? Aber ich fand es schön. Oder ich finde es auch schön, weil ein paar Rollen habe ich davon noch in Benutzung. Dann habe ich hier Müllbeutel. Ja, da hole ich eigentlich immer die ganz normal aus dem Aldi. Müllbeutel mit Tragegriffen. Die 50 Liter, weil wir haben relativ große Mülleimer. Und wir wohnen im zweiten Stock und wir wollen halt nicht so runterlatschen, um den Müll rauszubringen. Vor allen Dingen Plastikmüll, ne? Das stinkt ja nicht so wirklich. Und ja, deswegen nehmen wir immer die großen. Dann habe ich hier noch was. Da habe ich aktuell noch welche in Verwendung, aber ich habe halt das leer gemacht und habe das halt in eine gefüllt. Deswegen zeige ich euch das jetzt hier. Habt ihr in meinem Haul gesehen, ne? In meinem Haushaltshaul, der ja vor ein paar Tagen erst kam, der aber schon im Dezember ist. Von Finish die Powerball Quantum Citrus Tabs. Ja, die kaufe ich eigentlich nur immer dann, wenn sie im Angebot sind, wirklich. Da waren sie im Angebot vor Weihnachten. Das war so eine ja, Festtagsedition wahrscheinlich irgendwie, weil Weihnachten wird ja besonders viel gespült und so, ne? Da waren 50 plus 4 Tabs drin. Normalerweise kosten, ich glaube, 24 Tabs kosten irgendwie 7 Euro. Und da haben, die haben jetzt 8 Euro gekostet. Und dann fand ich, das geht. Ich liebe die über alles, aber es ist mir einfach zu teuer, tut mir gefallen, die immer zu benutzen. Deswegen, ja, mische ich die immer so ein bisschen mit meinen Tomatenteilen. Die sind zwar auch nicht gerade günstig, aber es sind halt die einzigen Geschirrspülmaschinen-Tabs, die bei mir funktionieren. Ich habe alle durch, wirklich alle. Von Denkmit über Rossmann, über keine Ahnung was. Es hat alles eine Zeit lang für mich funktioniert und dann war es einfach grottenschlecht. Ja, und deswegen, ich bleibe dabei, gebe ich lieber ein bisschen mehr Geld aus. Dafür schone ich ja meine Spülmaschine, indem ich halt einen Kurzwaschgang mache und nicht so heiß spüle und ja, damit auch ein bisschen die Umwelt schone, wenn das irgendwie plausibel klingt. Und ja, da muss ich vielleicht nicht ganz so ein schlechtes Gewissen haben. Dann geht's weiter mit Schwämmen. Ja, das ist der Multifunktionsschwamm von Optivish, auch vom Aldi. Ich muss sagen, ich bin jetzt mittlerweile auf die Veleda-Schwämme umgestiegen. Die haben ja diese blaue Seite. Finde ich persönlich besser, auch wenn die teurer sind. Aber ja, teurer ist manchmal auch eben besser. Ne? Die nutzen sich sehr schnell ab, finde ich. Kann man benutzen, wenn ich jetzt mal zum Beispiel ein Backblech schrubbe, ne? Weil dann schmeiße ich die halt direkt weg. Aber so für zum normalen Spülen nutze ich lieber die von Veleda, weil die haben, wie gesagt, zwei Seiten und die nutzen sich nicht so schnell ab. Ja, dann habe ich noch ein bisschen Dufti Eleganti für euch. Das kennt ihr auch, ne? Habe ich euch auch ein paar Mal schon in die Kamera gehalten. Ich liebe das Zeug. Mandelblüte und Jasmin von Domol. Sobald ich wieder in Rossmann komme, werde ich mir definitiv wieder zwei, drei Stück davon holen, weil habe ich aktuell im Bad stehen und leider ist es bald leer. Ja, ich muss definitiv zu Rossmann, ihr seht das. Und ja, kaufe ich immer wieder nach. Dann habe ich hier was, ja, Airwick Pure. Das habe ich euch in einem Haul, habe ich euch gesagt, dass ich das von Denkmit gekauft habe. Ist das Denkmit? Keine Ahnung, auf jeden Fall das günstige von DM. Und das funktioniert eigentlich genauso gut. Ich muss sagen, mir wurde jetzt gesagt, ich soll das hier mal abmachen. Also das stand in den Kommentaren. Werde ich mal ausprobieren und dann funktioniert, würde das genauso gut funktionieren, weil der von Denkmit passt rein, aber der Sprühstoß ist nicht so intensiv. Also das ist immer nur so und dann war es das. Und der ist so, ne, wenn der einmal sprüht. Ich habe ja dieses automatische Teil. Und deswegen, ja, ich werde das mal abmachen, muss ich dran denken. Deswegen mache ich das jetzt gleich mal ab. Und dann mal ausprobieren, ob das dann besser funktioniert. Ja, und dann habe ich das letzte Teil, bevor wir zu den Kerzen kommen. Und zwar den 3 Evolution Duftstecker von Febreze. Ich bin lange Zeit drum herum geschlichen und habe gesagt, nee, brauchst du nicht. Habe dann andere günstigere Sachen ausprobiert, die aber nicht annähernd so lange halten wie das. Also ich würde sagen, 90 Tage waren es jetzt nicht ganz. Aber es hat sehr lange gehalten, im Gegensatz jetzt zu anderen Marken, die man so kennt für die Steckdose. Das sind ja diese Dinger, die man in die Steckdose steckt.
Und der Duft von denen war auch ganz gut. Wir haben jetzt ja, den grünen, das war jetzt der blaue, das ist der alte und den haben wir aktuell. Und ja, der blaue roch auch gut, aber der grüne, das ist Frühlingserwachen, genau, das riecht besser. Ja, kann ich empfehlen, wenn ihr auch so auf Duftzeug steht. So, apropos Duften, ich habe hier 1, 2, 3, 4 Kerzen, ja. Und dann ist meine Tüte auch leer. Ihr seht, es war kalt, ne? Und Vanessa hat gezündelt, ordentlich. Wir fangen mal mit einer an. Die ist leider nicht so gut abgebrannt, wie ihr seht. Aber das habe ich bei den Kerzen halt allgemein, bei den IKEA-Kerzen. Sinnlich heißen die. Die sind halt auch nicht so teuer, ne? Das war jetzt hier grüner Apfel, glaube ich. Duft war sehr, sehr lecker. Auch im Winter für mich. Aber ja, dass die nicht so gut abbrennen, finde ich nicht so schön, ne? Um ehrlich zu sein. Auch hier wieder. Ich sage es euch immer wieder, ich werde die, zum größten Teil verwende ich die Kerzengläser wirklich weiter. Ja, der ein oder andere fragt sich jetzt, wie viel muss die in ihrer Sammlung haben. Es geht eigentlich, es hält sich in Grenzen und ich finde immer mal wieder eine Verwendungsmöglichkeit. Hier zum Beispiel, das wird ein Zahnputzbecher tatsächlich. Ich habe schon einen davon für mich und ja, mein Freund wollte jetzt auch so einen. Und das Glas ist schön satiniert und mal ganz ehrlich, Leute, sowas kostet bei IKEA oder in irgendeinem anderen Möbelfachgeschäft, Bad, Bedarf, wie auch immer, locker 5 oder 6 Euro. Und ja, wenn man sowas weiterverwenden kann, warum nicht, ne? Finde ich jetzt nichts Schlimmes dabei. Und wenn man das ordentlich ausspült und ein paar Sachen beachtet, kann man das auch benutzen, auch zum Trinken sogar, beziehungsweise zum Mundspülen. Mein Tipp an dieser Stelle, ne? Um ein bisschen Geld zu sparen und auch Müll irgendwo. Wir kommen aber mal hier zu der zurück. Wie gesagt, Duft war sehr schön. Werde ich mir auch wieder ausspülen, das Glas. Wird zwar wieder eine Heidenarbeit werden, aber das ist es mir wert. Und mir den Aufkleber abpillen und so, weil das sieht ja nicht so schön aus. Und dann wird das wieder, ja, als Glas zweckentfremdet, als Dekoartikel oder so. Ich finde immer irgendwas. Genauso wie das, wie gesagt, das kommt in mein Bad. Das war die Kerze aus dem Aldi. Ich glaube, das war jetzt meine letzte... Ja, ich glaube, meine letzte. Ich habe eine noch. Mit diesem Bärenduft. Und, oh, ich konnte mich da reinsetzen. Die war so geil. Die brennen eigentlich ganz gut ab, wie ihr seht. Aber ich habe den Fehler gemacht. Darf ich nicht mehr tun. Wenn das hier so auf dem Boden ist, das aufzumachen. Und dann kriegt ihr die halt nicht mehr an. Weil ihr dann hier auf dem Boden angekommen seid. Ne? Ihr seht das. Und dann bleibt euch der ranstehen. Generell würde ich euch bei den Duftkerzen wirklich empfehlen, die erstmal so in einer Schicht komplett runterbrennen zu lassen. Zumindest, wenn ihr die zum ersten Mal anzündet. Weil sonst... passiert halt, dass ihr einen Rand hier habt. Habe ich gelernt. Ja. Wie gesagt, Kerze war schön, war toll, Duft war toll und Glas finde ich auch sehr schick. Ja, dann habe ich hier eine, da habe ich sogar noch die Umverpackung aufgehoben, weil da steht der Duft nie drauf auf den Gläsern. Und zwar Sweet Fantasies, Pflaume, Brombeere und Veilchen von Glade. Da finde ich die Gläser nicht ganz so schön, aber auch hier wurde mir gesagt, man könnte das hier abpiddeln. Und dann hätte man ein Glas, aber wobei ich sagen muss, ich weiß auch nicht, ob ich die auch dann so schön finden soll mit dem Rand hier und so. Mal gucken. Man muss ja auch nicht alles aufbewahren, ne? Aber so schöne Gläser, wie gesagt, bewahre ich auf. Vom Duft her, ja, war in Ordnung. Fand ich gut. War sehr intensiv. Das sind die Glade-Kerzen aber alle. Die brennen sehr gut runter, wie ihr seht, ne? Ich habe auch hier wieder den Fehler gemacht, die leider kurz vorm Ende auszumachen. Sollte ich nicht mehr tun. Das war eine Limited Edition übrigens aus der Nussknacker. Da gab es mehrere, aber das war so die einzige, wo ich dran gerochen habe, die mir gefiel. Ja, finde ich gut. Würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil ja, jetzt ist der Winter ja, das heißt vorbei, ne? Also Weihnachten ist vorbei und somit ist halt für mich die Zeit für Vanille und so süße Düfte einfach definitiv vorbei. Ich bereite mich schon mal so langsam auf den Frühling vor und freue mich drauf, ja, sagte sie Ende Januar. Aber ja. Man muss optimistisch denken, ne? Dementsprechend werde ich nicht mehr nachkommen. So, und die letzte, die habt ihr auch in meinem Haul gesehen, vor kurzem. Da habe ich euch auch gesagt, das Ding werde ich auf jeden Fall weiterverwenden, diese Dose. Die kommt nämlich auch mit Deckel. Das war auch eine Bärenkerze. Ja, ist sehr gut abgebrannt, wie ich finde. Waren auch 3 Dochte, ne? Und ja, auch diese Dose werde ich mir auskratzen und sauber machen. Und dann wird das vielleicht, mal schauen, meine Schmuckdose werden. Oder irgendwas anderes kommt da rein. Parfümprömchen oder so. Man findet ja immer irgendwas, ne, als Frau. Und ja, mit Deckel kommt die. Ist ganz praktisch, finde ich. Dementsprechend gut wiederverwendbar. Und ja, fand ich gut. War leider auch limitiert. Gab es bei Aldi Süd auch in diesem, ja, Sonder-Dings da rum's da, ne? Ja, Mädels, das war's. Ihr habt's geschafft. Haushalt ist auch geschafft. Ich sage euch noch, wie viele Haushaltsartikel wir aufgebraucht haben. Und zwar 27. Ja, haben wir in der Regel immer so, Pi mal Daumen, dass wir das aufbrauchen.
Und ja, ihr habt gesehen, es waren sehr, sehr, sehr viele Favoriten dabei. Ich muss sagen, bei Haushalt bin ich auch nicht so experimentierfreudig. Ich versuche mal was Neues auszutesten, wenn ich mich anfixen lasse mal wieder. Aber im Grunde genommen bin ich da nicht so experimentierfreudig, wie gesagt, wie bei Beauty-Artikeln, wo ich jetzt ständig mal was Neues testen muss. Ja, keine Ahnung, warum das so ist, aber es funktioniert und ich mag die Produkte und von daher kann ich euch die hier auch gerne weiterempfehlen. Ja, das war's, Mädels. Ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haltet die Ohren steif, bleibt wie ihr seid und wir sehen uns. Tschüss.